Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Schwert. Wir sind momentan auf der Suche nach dem Wasserstein und den finden wir im Milzersee Osten. Wir sind jetzt gerade irgendwie im Milzersee Westen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir gehen erstmal weiter und gucken mal, wo uns das hinführt. Oh, hier. Was es hier nicht A gibt in der Naturzone? Irre. Pokémon-Nest steigt ein klein wenig Energie auf. 50 Watt, gönn mir. Hier sind sehr viele Vulpixes. Oh Gott, ist das süß. Was war das? Ugh. Erstmal ein bisschen umschauen hier. Milzersee Osten. Da sind wir schon mal richtig. Und jetzt müssen wir hier über die Brücke. Da hinten ist diese Brücke. 50 Watt. Also wir müssen über irgendeine Brücke. Was ist denn eine Brücke? Wo ihr euch an der Stadtmauer haltet. Ich bin verwirrt. Ich habe mir extra was rausgesucht, um den zu finden, weil ich den haben möchte. Also, reist in der Naturzone zum Milzersee Osten. Geht nach Milzersee Westen. Okay. Hier ist Milzersee Osten. Okay. Milzersee Osten. Geht nach links und über die Brücke, wo ihr euch an der Stadtmauer haltet. Links über irgendeine Brücke. Gehen wir einfach mal. Wahrscheinlich diese Brücke da. Hallo. Die wird gemeint sein. Wir kriegen das schon hin mit unserem Wasserstein. Aber jetzt sind wir ja wieder im Norden. Egal. Über die Brücke, wo ihr eine Standmauer haltet. Neben einem Pokémon-Nest solltet ihr einen Pokéball mit Wasserstein finden. Hallo? Du bist doch eine normale Person. Ich habe was an Land gezogen und zwar was unglaublich Tolles. Für nur 100 Watt wäre ich bereit, meinen tollen Fang an dich abzutreten. Greifst du zu? Ja. Drei Perlen. Dankeschön. Eine relativ kleine Perle, die in schönem Silber funkelt. Sie ist von geringem Wert. Ne? Ist ja auch besser als nix, ne? So, wir halten uns an der Stadtmauer. Oh, ein Relaxo. Relax. Was ist denn das? Was bist du denn für ein Dingens? Mal sehen, welches Level das hat. Das sieht gefährlich aus. Ein Piondragi erscheint. To be honest, jetzt nicht unbedingt so ein Pokémon, was jetzt irgendwie... Flucht. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen leveln. Aber wir können den Bären... Nihau! Tüte Pilzmix. Eine Zutat für Poké-Camping-Mahlzeiten. Die Konsistenz der verschiedenen Pilzsorten verleiht dem Curry eine besondere Note. Es ist mir direkt auf den Schädel gefallen. Das hat vielleicht wehgetan, sage ich dir. Okay. Willst du ihn schütteln? Ich möchte auf jeden Fall das Bäumchen schütteln. Ah, weiter schütteln. Noch ist da nichts am Wackeln. Ah, schüttel ruhig nochmal. Jetzt hören wir auf. Wir wollen das nicht übertreiben mit der Schüttelei, ne? Okay, so. Ah, Relaxo, ich habe da kein gutes Gefühl, muss ich sagen. Was haben wir hier? Was ist das? Das sind diese kleinen davon. Okay. Das nochmal ein Vul... Nee, kein Vulpix. So, hier ist das Ding. Und da oben scheint der Pokéball zu sein. Hallo. Und in diesem Pokéball ist hoffentlich das, was ich
hoffe zu finden. Hören Sie? Ein Feuerstein. Feuerstein. Vom Wilzersee Osten aus begibt ihr euch nach links über die Brücke. Auf der anderen Seite solltet ihr links bei der Stadtmauer schon einen Pokéball erblicken können, indem ihr den Feuerstein findet. Okay. Aquana. Dazu so mit Osten geht ihr links über die Brücke, wo ihr euch an der Stadtmauer haltet. Neben einem Pokémon-Nest solltet ihr einen Pokéball mit Wasserstein. Okay. Gut, dann haben wir schon mal den Feuerstein gefunden. Wir halten uns mal weiter an der Stadtmauer. Hören Sie, ich habe keine Zeit für euch. Woo! Ausweichen. Wir halten uns mal einfach an der Stadtmauer. Wir werden hier schon was finden. Ich finde, diese Naturzone ist ja eine coole Idee. So ein bisschen das kleine Open-Worldige. Reingebaut, aber so... Oh, was haben wir hier? TM39, Fassade. Aber halt so reingebaut, dass man immer noch das normale Spielprinzip hat. Ne? Ist der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. Oh, können wir noch ein paar Beeren sammeln, wenn wir schon mal dabei sind. Ich möchte den Baum schütteln, ja. Schütteldidididididü. Weiter schütteln. Schüttel ruhig noch einmal. Einmal geht noch. Oh, oh, oh. Aufhören. Oh, sehr gut. Beeren. Da, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Hier haben wir das Nest. Aber wo ist der Ball? Sieht einer den Ball? Nee, ne? Ich sehe nur ein Nest, aber noch keinen Ball. Wir gehen mal weiter. Das hat jetzt so ein bisschen sehr vage beschrieben, ne? Irgendwo so an der Mauer lagen. Brücken. Jetzt sind wir schon im Brückental. Ich hab das Gefühl... Jetzt mal rein, so von meinem Feeling her... Hier ist wieder so ein Ding. Sieht einer in der Nähe irgendwo Pokéball rumliegen? Muck ist ja geil. Nö. Oh oh. Ich habe halt jetzt kein Gefühl dafür, wie stark die Pokis hier sind. Aber durch dass wir immer weiter in die Naturzone reingehen, habe ich da jetzt eher gemischte Gefühle. Auch ein Zickzacks. Ist bestimmt ganz da hinten. Da. Wehe, das ist es nicht. Erstmal ein Top-Beleber, ein bisschen in Watt einsammeln. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawoll! Dieser spezielle Stein löst bei bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Er ist hellblau. Und gleich ist er weg. Oh, was rennt ihr denn hier hinter mir her? Okay, Beutel. Jetzt geht's los. Feuerstein, Wasserstein. Einsetzen. Wirkungslos? What? Wieso geht das nicht? Wollt ihr mich verarschen? Pokémon. Er ist Level 22, das muss so gehen. Item. Aus dem Beutel holen. Einsetzen. What? Wieso geht das nicht? Ich bin etwas verwirrt, muss ich sagen. Eigentlich müssten wir ihn ab Level 15 entwickeln können. Vielleicht geht das nicht in der Naturzone. Ich bin etwas verwirrt. Naja, okay, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal den Stein. Also meine Mission ist erstmal erfüllt. Wir können zurück zum Bahnhof gehen. Oh. Und machen dann... Oh, Jemine. Erstmal mit der Story weiter. Aber ich bin jetzt doch etwas überrascht, muss ich sagen. Warum das nicht geht. Vielleicht muss ich erst ein gewisses Level haben.
Da vorne ist ein Häuschen. Ich bin neugierig. Lass uns da mal eben hingehen. Oh, cool, die Weiterentwicklung. Wenn wir jetzt eh schon mal hier sind, können wir auch da zu diesem Häuschen gehen, oder? Oh, mit dem lege ich mich nicht an. Hallo. Ich glaube, mein Evoli-Team kommt wohl doch erst am Ende, wenn wir mal durch sind. Das Spiel will ich bestimmt zwingen. Ja, nee, spielen wir hier erstmal mit den Neunsern. Oder ich bin wieder zu doof und dann rafft wieder irgendwann nicht. Aber so rein von meinem Feel her müssten wir das eigentlich locker entwickeln können jetzt. So locker flogge ich eben. Ja, mal sehen, was das ist. So, ich bin gespannt. Oh, so ein ganz klein bisschen Energie steigt da auf. Moin, ihr Norsen. Wo sind wir denn hier? Hallo? Hallo, bist du das erste Mal bei uns? Das hier ist die Naturzone-Filiale des Pokémon-Horts. Keine Sorge, hier wird genauso fürsorglich mit deinen Pokémon umgegangen wie in unserer Hauptfiliale auf Route 5. Wie sieht's aus? Möchtest du einige deiner Pokémon in unsere Obhut geben? Nö. Bis bald. Okay. Also haben sie hier auch nochmal so einen Hort hingepackt, damit man auch in der Naturzone brüten kann. Okay. So, dann rodeln wir jetzt erstmal mit Ach und Krach wieder zurück. Es ist halt so ein ungewohntes Gefühl, mal mit freier Kameraeinstellung in Pokémon rumzueiern. Das ist man halt nicht gewohnt, aber es ist wirklich cool. Aber ich gehöre ja dieser Minderheit an, die dieses Pokémon-Spiel tatsächlich nicht schlecht findet. Es hat ja doch die Community ein bisschen gespalten, muss man sagen. Also ganz viele finden das ja absoluter Schrott und fürchterlich. Also ich kann es jetzt nicht unbedingt so nachvollziehen. Das Einzige, was ich an Kritik nachvollziehen kann, ist, dass sich die Serie halt im Vergleich zu anderen Nintendo-IPs relativ langsam entwickelt. Also, wenn man mal ehrlich ist, im Grunde ist das Spiel, was wir heute spielen, genau das gleiche wie das vor 20 Jahren auf der roten Edition. Nur, dass es grafisch ein bisschen schöner aussieht und sie jetzt hier diese Naturzone reingeballert haben. Aber vom Ablauf an sich bleibt es, wie es ist. Aber irgendwie, ja, erwartet man das auch. Man will auch jetzt nicht unbedingt mehr. Also ich sag mal so, ich brauche jetzt nicht unbedingt, dass sie die Formel komplett umkrempeln. Ich bin soweit eigentlich ganz zufrieden. Aber ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben in die Kommentare. Wie seht ihr jetzt hier die neue Edition? Aber bitte jetzt hier nicht rumgehate oder so. Ganz normale, richtig ordentliche Kritik. Vernünftig bitte. Ja, kann man ja mal ein bisschen drüber diskutieren. Würde mich mal auch einfach interessieren. Weil ich bin ja jetzt Pokémon-Fan der ersten Stunde. Und ich habe bis jetzt aber auch so ziemlich alles gefeiert. Also im Grunde hat mich eigentlich noch nichts so richtig abgeturnt. Nicht mal Pokémon Let's Go. Ich fand das so als kleiner Lückenfüller, war es ganz nett. Ne? Man musste das halt so sehen, was es war. Es war halt einfach nur so ein kleiner Filler, so ein kleines Gimmick, mal eine kleine Dreingabe. Hat mich jetzt nicht so gestört. Das Einzige, was mir bis heute halt so überhaupt nicht zusagt, ist dieses Pokémon Go. Das liegt aber vermutlich einfach daran, weil man das hier bei uns auf dem Land so gut wie nicht spielen kann, weil hier einfach keiner ist. Es ist halt mega langweilig. So, ich möchte zurück nach Kelton. Das wäre doch sehr reizend. Dankeschön. Jetzt habe ich vergessen, mal mit meinen Pokémon zu campen. Das wollte ich eigentlich auch nochmal wieder machen. Aber egal, dann schauen wir uns jetzt noch ein bisschen in Kelton um. Und ich versuche gleich mal raus, warum ich mein Evoli nicht entwickeln kann. Beutel. Wollt ihr mich verarschen? Geht nicht. Er sagt einfach, dass das nicht geht. Ich kann euch das momentan jetzt nicht erklären, warum das nicht geht, aber wir werden das noch irgendwie rausfinden. Gehen wir erstmal in die Häuser rein. Hallo? Wenn eine Arena dazu... Ach, das hatten wir schon. Okay. Genau, unser Sohn meinte, Mutti kocht nur das Beste. Njam, 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 lecker, 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 Schmatz. Okay, dann gehen wir mal in diese Richtung weiter. Moin. Kate ist wirklich mit allen Wassern gewaschen. Ihre Arena-Mission hat es ganz schön in sich. Na gut, ich habe Elektro und ein Wasser-Pokémon. Kann eigentlich nichts schief gehen. Mal sehen, ob wir erst irgendeine Mission erfüllen müssen. Kelton Stadion. Moin. Du bist ein Arena-Challenger, oder? Wenn du nach Arena-Leiterin Kate suchst, dann findest du sie beim Leuchtturm. Geh einfach von hier aus in Richtung Meer. Der Leuchtturm ist nicht zu übersehen. Alles klar. Gehen wir mal vorsichtig und gemütlich in Richtung Leuchtturm. Ich laufe so weit, meine Füße mich tragen. Immer weiter.
Ich möchte hier gern durch, wenn das okay für dich wäre. Danke. Mal sehen, was wir so eher angeln können. Na, beißt was an? Dio, dio. Oh! Ein Picuda. Oh, falsches Pokémon. Na, dann stirbt's wenigstens nicht. Nitro-Ladung, das ist nicht sehr effektiv. Und dann noch direkt einen Volltreffer reingeballert. Und dann ist der Fisch wenigstens gleich auch schön durchgegart. Ah, ja, du kannst jetzt aufhören mit dem Furienschlag. Erfahrungspunkte gehen rein. Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Für Picuda wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Rempler-Pokémon, Wasser 0,5 Meter in Kilo. Seine spitz zulaufender Kiefer ist sein ganzer Stolz. Erblickt es etwas, das sich auch nur ein bisschen bewegt, setzt es geradewegs zum Stoßangriff an. Erstmal kein Spitznamen. Nee, nicht in mein Team. Ach, da war ich wieder zu schnell, du. Pack das mal bitte in meine PC-Box rein. Jo, so ist das fein. Okay, wir schauen uns erstmal weiter hier um. Hier können wir noch ein bisschen mehr angeln. Hier gibt es auch noch einen Pokémon Ball. Ein Pokémon Ball. 5 Netzbälle. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Wasser- und Käfer-Pokémon zu fangen. Ah. Schmeiß mal ruhig die Angel nochmal rein. Man will ja auch ein bisschen gucken, ne? Wow. Ein Lampi-Wild erscheint. Nitro-Ladung. Konfusstrahl. Ich bin jetzt verwirrt. Hermann wurde verwirrt. Dann wollen wir doch mal das Pokémon wechseln auf Voldemort. Hör auf mich zu verwirren. Ich finde das äußerst unhöflich. Wangenrubbler. Verwirrt? Komm schon, Wangenrubbler, Wangenrubbler. Au, oh, scheiße. Für Verwirrung selbst verletzt. Da haben wir etwas Ungutes aus dem Wasser gefischt. Ich sag euch das. Voldemort ist nicht mehr verwirrt und setzt den Wangenrubbler ein. Ja. Hau mal nochmal den Wangenrubbler hinterher. Ich würde sagen, wir versuchen es schon mal. Damit hätten wir das schon mal erledigt. Wieder ein Pokémon gefangen. Für Lampi wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Angler-Pokémon, Wasser, Elektro, 0,5 Meter, 12 Kilo. Seine Antennen haben sich aus Flossen entwickelt und sind sowohl positiv als auch negativ aufgeladen. Nö, Spitznamen brauchen wir nicht. Passt erstmal. Nein, auch wieder zu schnell. Der Fuchs heute wieder, ne? In eine PC-Box, bitte. Oh, die Horn, ich bin ganz gestresst wegen dir hier. Richtig gestresst bin ich jetzt. So, wir gehen erstmal wieder zurück. Alles klar. Ihr Lieben, ihr hört den Horn krähen. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle jetzt so einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat,
Lasst doch eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder. Werden dann weiter in Richtung Leuchtturm uns vorkämpfen und dann mal schauen, dass wir den nächsten Arena-Orden hier bestreiten. Ich versuche jetzt in der Pause eben kurz noch rauszufinden, warum ich mein Evoli nicht entwickeln kann. Bis dahin euch, Leute, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Laufuchs, der eben nochmal durchgehalten hat. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.